Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mir wieder eine Frage für euch ausgedacht, und zwar, was macht für dich einen attraktiven Menschen aus? Diese Fragestellung finde ich sehr interessant und dachte mir, die diskutiere ich einmal mit euch und erzähle euch, was für mich einen attraktiven Menschen tatsächlich darstellt. Was ist für mich überhaupt attraktiv und wie definiere ich das Wort attraktiv? Ich glaube, das ist der Kasus Knacktus bei dieser Fragestellung. Und wenn euch interessiert, was ich darüber denke, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Attraktivität verbinden wir immer mit äußerlichen Gegebenheiten, ja, mit einem schönen Gesicht, mit einem schönen Körper, möglichst beides in Verbindung, ja, schöner Körper und schönes Gesicht. Oh mein Gott, was gibt es auch für schöne Menschen, ne? Gerade hier in Alanya, ne, du siehst ja wirklich wahre Schönheiten, gerade die Frauen, ja, die sich da ja auch offen präsentieren, ne, in ihren äußerlichen schönen Gewändern sozusagen, in ihren Körperlichkeiten. Das ist Wahnsinn, ja. Sogar die Füße sind schön, ja. Es ist alles schön an diesen Frauen. Und dann denke ich mir manchmal, oh mein Gott, was hat der liebe Gott für schöne Menschen erschaffen? Aber wahre Attraktivität definiere ich anders. Ja, das ist keine Äußerlichkeit, die du mit bestimmten körperlichen Merkmalen in Verbindung bringen kannst. Für mich ist ein attraktiver Mensch jemand, bei dem du eine Ausstrahlung bemerkst. Also etwas, wo du, wenn diese Person im wahrsten Sinne des Wortes, so ein bisschen klischeebehaftet, aber wenn diese Person, ob sie männlich oder weiblich, ist ja völlig, unwichtig, wenn diese Person den Raum betritt, merkt man einfach, sie hat eine Aura. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das Wort Aura auch richtig in Worte fassen kann. Ja, sie hat eben eine Ausstrahlung, die so attraktiv ist, dass man von Äußerlichkeiten total Abstand nehmen muss. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit einer körperlichen Schönheit zu tun. Zumal sich die körperliche Schönheit ja sowieso total unterschiedlich darstellt. Ja, der eine findet dicke Menschen schön, der andere findet ganz dünne, dürre Menschen schön, der andere findet eine Person hübsch, die eine Stupsnase hat, der andere findet farbige Augen schön, also blau, grün. Hast du nicht gesehen? Der andere findet lange Haare, kurze Haare, wenig Haare, viel Haare schön. Der Mensch ist so unterschiedlich, dass man äußerliche Schönheit, glaube ich, ganz schwer nur bestimmen kann. Aber es gibt sie natürlich, ja. Dafür gibt es wissenschaftliche Markierungen, ja. Das Gesicht muss einheitlich sein. Das kann man ganz genau bemessen, wann die Mehrheit der Menschen einen anderen Menschen als schön empfindet. Aber Attraktivität ist, glaube ich, damit überhaupt nicht in Verbindung zu bringen, sondern das macht den Charakter und die Aura aus, in beiden Konstellationen, glaube ich, in einem Verbund. Du musst von einem Menschen begeistert sein. Du musst dich mit ihm verbinden können auf seelischer und verbaler Ebene, und du musst von ihm auch eine gewisse Art du musst beeindruckt sein von ihm, von seiner Art, wie er spricht, von seiner Aussprache oder von ihrer Aussprache oder von dem, was er zu sagen hat und wie er es oder sie es zu sagen hat. Das alles in Kombination macht für mich Attraktivität aus und hat wirklich gar nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Wenn das natürlich gepaart ist noch mit einer äußerlichen Schönheit, die wir so im Allgemeinen auch als schön definieren, dann komprimiert sich das Ganze natürlich nochmal und glaube ich, kann auch eine Steigerung der Attraktivität bewirken. Aber das ist leider oder komischerweise ja leider nicht, komischerweise nur selten der Fall. Also ein wirklich attraktiver Mensch ist auch nicht oder selten schön, ja. Könnt ihr das auch bestätigen? Die meisten attraktiven Menschen, die ich erlebt habe, sind gar nicht schön, sondern sie sind
normal, ja, sind auch nicht jetzt, wo man sagt, okay, die sind jetzt auch, ne, ich will jetzt auch das Wort hässlich nicht als abwertend hier mit hineinbringen, denn niemand ist hässlich, meiner Meinung nach. Wir alle sind Menschen, die so geschaffen worden sind und nichts dafür können. Und deswegen ist eine Bewertung nach Äußerlichkeiten sowieso schon mal diskriminierend. Deswegen möchte ich dieses Wort hässlich gar nicht in den Mund nehmen. Aber wenn man jetzt einen attraktiven Menschen in der Masse der Zahl sich betrachtet, wo wir sagen würden, oh Mann, da bin ich echt beeindruckt von diesem Menschen, glaube ich, dass er eher von normaler Schönheit oder Äußerlichkeit besetzt ist. Denn wirkliche Attraktivität ist eben nicht definierbar durch Schönsein, sondern da muss viel, entschuldigt bitte, ich habe zu viel Süßigkeiten gegessen, ne? Da muss viel Background in der Wortwahl sein, in dem, was er denkt, in dem, wie er es zum Ausdruck bringt oder sie und wie man es auch rüberbringt und inwieweit ich mein Gegenüber für mich auch fesseln und beeindrucken und interessieren kann. Das ist ganz, ganz schwierig. Es gibt meiner Meinung nach nur wenig Menschen, die wirklich attraktiv sind und die es verdient haben, als attraktiv auch benannt zu werden. Und oft, wie gesagt, verbinden wir das mit einem schönen, äußerlich schönen Menschen. Wenn du aber da mal so ein bisschen nachhakst und ein bisschen dich mit diesem Menschen interessiert, merkt man einfach oft auch, meiner Meinung nach oft, ich benutze jetzt diese Steigerung oft, weil es eben meine persönliche Erfahrung ist, dass dieser Mensch gar nicht so viel zu bieten hat und er hat gar nicht so viel dahinter, dass man ihn als attraktiv bezeichnet, sonst eben eine schöne Hülle mit wenig dahinter. Leider ist es eben in der Wertsteigerung oft so, die ich erlebt habe. Und das finde ich sehr schade, weil wenn dieser Mensch doch ein bisschen sich nicht auf seine äußerliche Schönheit verlassen würde, sondern versucht, viel Bildung sich anzueignen, viel Empathie mit seinen Mitmenschen zu entwickeln und sich auch innerlich schön zu präsentieren, dann wäre das doch einfach nur ein Gewinn für die Menschheit, ja. Diese Menschen könnten so viel erreichen und könnten so viel geben und so viel durch ihre äußerliche und innerliche Attraktivität bewirken auch für die Gesellschaft, weil sie so viele Möglichkeiten haben durch innere und äußere Schönheit, dass sie ihr Potenzial total unter den Scheffel stellen, damit, dass sie sich darauf verlassen, einfach äußerlich schön zu sein. Und das ist immer sehr schade, denn ich finde, attraktiv zu sein kann man lernen und kann man sich aneignen. Man muss nur gewillt sein, sich auf seine Mitmenschen einzulassen und sie mitnehmen auf dem Weg oder auf dem, was man eben zu bieten und zu leisten hat. Und dann kann jeder Mensch attraktiv sein, ja. Mit ein bisschen Mühe und mit ein bisschen Wertschätzung dem anderen gegenüber und auch den anderen Lebewesen überhaupt im Allgemeinen gegenüber kann man sehr viel Attraktivität gewinnen und auch attraktiv sein, ohne äußerlich schön sein zu müssen. Das ist meine Meinung zu dem ganzen Thema. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Vor allen Dingen würde mich interessieren, wie euch, was ihr für Erfahrungen gemacht habt in Bezug auf entspricht die äußerliche Attraktivität, beziehungsweise ist ein äußerlich schöner Mensch auch gleichzeitig attraktiv und für euch beeindruckend. Und hat er ja diese tolle Aura, von der ich versucht habe, eben zu sprechen? Ich glaube nicht, jedenfalls bei mir ist es in den meisten Fällen so, dass wirklich schöne Menschen innerlich eben nicht so schön sind und diese Attraktivität leider auch nicht für sich beanspruchen können. Meine Lieben, dieses Video ist mal so ein bisschen anders gewesen. Ich hoffe, dass euch das auch gefallen hat. Ich habe nämlich in den letzten Wochen ganz viel Interesse dran, auch Fragen, die man sich stellen könnte, für mich auch persönlich in Angriff zu nehmen und nehme euch da so ein bisschen mit. Ich hoffe, das gefällt euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!